Sempre, 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 sempre più. Ja, Christi Wolfi, sempre, sempre. No, genau, der Urlaub, der war urleiwand, der war richtig geil, ich habe mich total entspannt und so weiter. Wo ich war? Na, in Triel. In Triel. Was? Trieste, Triel, ist doch wurscht, Hauptsache Italien. Alter, jetzt reg mich doch nicht schon wieder auf mit deinem Scheiß. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Alter. Du machst schon wieder alles kaputt, Herrst, geh scheißen. Oh, das ist nicht zu fassen, Alter. Nicht zu fassen ist es. Sag mal, Leute, können Sie mir mal kurz helfen? Schaut mal her, ich hab da diese beiden Büdeln von der SPD. Ja? Und ich meine, also, die Schnucki, also die Ramona, die habe ich ja gleich erkannt, gell? Die ist ja omnipräsent, aber der Typ neben ihr, das ist doch, wer ist denn das? Was steht denn da überhaupt? Der Olaf Scholz zum Kanzler machen? Aber das ist doch nicht der Olaf Scholz erst, das ist doch der Dings von der, ha, von der FDP, der Bundestags, der Bundes, wie heißt der noch einmal? Genau. Nein, das ist doch nicht der Jens Uwe Peter erst. Das ist doch der Dominik, der Sauerteig. Genau, das ist ja unser Oberbürgermeister. Und der Oberbürgermeister, der Oberbürgermeister, der macht Wahlkampf für die Ramona Brehm. Ist das überhaupt, der muss doch neutral bleiben, der Dominik, oder? Hilft's mir da mal. Deswegen steht der Olaf Scholz erst. Der Dominik, das ist ja ein juristischer Schlawiner, ist das erst. Der hat's drauf erst, der Dominik. Mensch, Wahnsinn. Da muss man erst mal draufkommen. Besuchen Sie jetzt die große Modenschau Landhausmode aus Anlass des 50-jährigen Stadtjubiläums Coburgs mit Geiss in Südtirol. Bewundern Sie die Präsentationen unserer Best-Age-Models. Jetzt Tickets sichern. Grüß dich, Armin. Servus. Du, pass auf. Weißt du, was du bist? Obacht, Brüller. Du bist ein Kandidat. Verstehst? Ein Kandidat. Alter, das war der Brüller in Triel, verstehst? Die Leute haben sich kaputt gelacht. Aber jetzt pass auf, du Aachener Printe. Jetzt zeig ich dir mal, wie richtig verlieren geht. Bitteschön. Na und? Hast du das gesehen, wie es geht, das Verlieren, Armin? Da hast du den René aus Coburg und da siehst du, wie dem Jonas aus Kronach die Hand gibt. Ha? Also, so geht Verlieren, Armin. Hast du das gesehen? So geht es, Alter. Der Armin erst, der kann einfach nicht verlieren, der Trottel. Jetzt schon an Weihnachten denken. Schenken Sie das Wertvollste, was es gibt. Schenken Sie Zeit mit Hans Michelbach. Rente mit 70 generell natürlich nein, aber... Ob als Animateur, als strenger Nachhilfelehrer. Es ist auch bei uns die Hausaufgabe. Oder als Märchenonkel. Es gibt keinen Golfplatz in Deutschland. Hans Michelbach hat genau das, was sein Nachfolger Jonas Geißler und der Typ von den Grünen jetzt nicht mehr haben. Zeit. Das erfreut mich. Der Geschenktipp für Weihnachten: Schenken Sie Zeit mit Hans Michelbach. Geh Leid, wenn der Wolfi denkt, der kann mich aus meinem Urlaubsmodus rausschmeißen. Geschissen drauf, Alter. Ich bin total entspannt. Unterm Tisch, auf dem Tisch, im Tisch. Apropos im Tisch, heißt Nahala Coburg. Was ist denn jetzt eigentlich los? Gibt's jetzt ein Fasching oder was ist denn? Ich hab mich angemeldet für die Büttenrede. Ich kann das ja super gut, gell? Laura, gib mal her, ich hab schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, die erste Strophe geht: Coburg, was ist bloß aus dir geworden?
Heute ganz hinten, früher vorn. Also ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei Zeilen, das ist schon quasi der Grimme-Preis, oder? Okay, aber mehr habe ich leider nicht. Irgendwas halt mit Preisen und Scheißen und so weiter, das wird schon. Ah ja, und übrigens, der Markus Schorf, das ist ja mein was ist das nochmal, mein Cousin, gell, glaube ich, ja genau. Und der hat ja letztes Jahr diesen Hit, vor zwei Jahren schon, hat er diesen Hit gemacht, zusammen mit dem Jochen Kroner. Hört's mal rein. Genau, und der schreibt gerade an einem neuen Hit, auch wieder mit dem Jochen. Und zwar heißt der Corona AD und den wollen wir auch spielen. Am 11.11. und natürlich dann auf der Prunksitzung und am Gaudiwurm. Bis dann, servus. Hallöle, ich bin's wieder. Hajo und der Ferner Liefen. Ich bin Schauspieler. Und ihr kennt sicherlich viele meiner bedeutenden Rollen und habt mich auch bestimmt schon bei der ein oder anderen Preisverleihung gesehen und in verschiedenen Samstagabendshows und Quizshows. Ich verdiene mit Werbeverträgen so viel wie ihr. Nie. Ich bin also etwas Besonderes. Und ich bin mir dieser besonderen Verantwortung für euch immer bewusst. Deswegen setze ich meine besonderen Gaben für euch ein, indem ich mich für euch besonders aufrege. Besonders über Corona. Dieses scheiß Corona. Da muss endlich mal alles auf den Tisch. Darum gibt es jetzt unsere besondere Aktion Hashtag alles auf den Tisch. Warum? Warum nicht? Euer Hajo und der Ferner Liefen. I came from-